So, verstanden. Wir richten die neue Medic Station gleich ein. Komm. Ja, hab ich so mit. Ich brauche hier meinen Sanitäter. Der Köln ist gerade aus dem Helikopter rausgeworfen worden. Komm. Wir sind unterwegs mit einem Trupp. MATV, bitte zum Medic Station 2 verlegen. Der Badger verlegt nun mit einem Medic zum Chef. So, verstanden. Alpha für Chef, komm. Alpha, ja, kommen. Können Sie die Position, wo der Colonel rausgeworfen wurde, auf der Karte ungefähr markieren, komm? Die Position vom Colonel ist jetzt als Larry markiert, komm. Wo lang? MKZ 64. Bett. 1,8. Komm, drehen. Nee. MKZ 64. Schalte jetzt unterwegs und schalte hin. Bitte Meldung machen, sobald die Medic Station 2 errichtet wurde und gesichert wurde. So, verstanden, Sergeant. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn alles gesichert wurde. Haus ist bereits gesichert. Wir sind jetzt dabei, den Graben und die Medic Station zu ziehen. Weiter geradeaus? Ja. Ziel kommt auf dich zu. Wo? Gefährliches Ziel. Oh, undefiniert. Hey, den Typ! Den Typ! Links! Links! Kümmern Sie sich um den Colonel, ich halte Zivi weg. Ja. So verstanden. Also ich kann auch schießen. Ja. Komm bitte raus, ich hab keinen Bock, dass der Zivi das Fahrzeug sprengt. Ich überfahr den vorher. Ja, okay. Nee, klaut mir das nicht nochmal. Mark, ich melde Ihnen vor der Medic Station, dass alles bereit und steht. Okay, wir holen gerade den Colonel. Ich geh fahr wegen dem. Der ist gerade zum Leopard hingerannt, der Zivi. Der trägt's auf den Hund nicht mehr. Ja.
geführt. Ja, ich bin da eingestiegen, weil ich gucken wollte, warum der Offizier da nicht eingestiegen bin. Ist. In dem Moment ist der auch eingestiegen und wir sind losgeflogen. Dann haben die hier die ganze Zeit rumgedreht. Warum hast du eigentlich so eine dicke Sniper dabei? Tut mir leid, ich hab mich verdrückt. Finde ich jetzt damit ab. Okay. Achso, wir haben übrigens Philipp laufen lassen. Der ist nicht mit. Also, der durfte nicht mitfahren wegen seinem großen Mundwerk. Wer durfte nicht mitfahren? Philipp. Warum ein großes Mundwerk? Der Station laufen lassen. Der hat auch die ganze Zeit dumme Kommentare abgegeben, als Marc und so unterwegs war und euch den Film gesprochen hat. Was sind für dumme Kommentare? Da hier, wo gefragt wurde, wie weit denn da, das Fahrzeug im Geräusch entfernt ist, hat er gesagt, oh, da kann er doch gleich fragen, wie laut es ist. Warte, stopp, was hat er gesagt? Da kann er doch, also es wurde im Punkt durchgegeben, weil ich gesagt habe, Fahrzeuggeräusche aus dem Süden, so, und dann hat hieß es, ja, wie weit ist das denn ungefähr weg? Und dann hat Philipp direkt gesagt, ja, kein Sichtkontakt, bla bla bla. Und dann hat